Fantastic Moon, Fantastic Moon an der Außenseite, innen Mr. Hollywood, Fantastic Moon, die Sternstunde von... Die Entscheidung fiel auf den letzten der 2400 Metern. Doch ganz eindeutig war Fantastic Moon im Schlusssport der stärkste und schnellste auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn. In einer taktischen Meisterleistung hatte Jockey René Piculek den dreijährigen Hengst lange zurückgehalten, um ihn dann auf der Zielgeraden an allen Konkurrenten vorbeigaloppieren zu lassen. Ich habe unglaublich tolles Rennen gehabt. Ich wollte gar nicht so weit hinten gehen, aber er schaltet auf einmal ab und war total entspannt unterwegs. Und ich habe gesagt, ich bleibe da hinten, weil die 2-4 sind nun mal nicht seine Paradedisziplin. Aber mit dem langen Schlafenlassen heute war das, glaube ich, das Mittel zum Erfolg. Mit dem Sieg schreibt sich Sarah Steinberg in die Geschichtsbücher des deutschen Pferderennsports ein. Die Münchnerin ist die erste Trainerin, die das Derby und damit das blaue Band gewinnt. Wir haben immer ein bisschen an der Distanz gezweifelt, weil er doch sehr ehrgeizig ist unterwegs. Aber René hat ihn von Anfang an weggepackt und er war so entspannt unterwegs. Und er hat einfach einen wahnsinnigen Turn of Foot und wie der angetreten hat, das war einfach Wahnsinn heute. Man weiß ja nie, wie das Rennen verläuft und ob er Lage kriegt, ob er ihn weggepackt kriegt und es hat einfach perfekt geklappt. Das Derby ist das wichtigste Rennen des Jahres in Deutschland. Mit 650.000 Euro Gesamtpreisgeld ist die Prüfung dotiert. Der Erfolg im Norden ist auch ein Gewinn für den Galoppsport im Süden. Münchner Derbysieger gab es zuletzt 1946. Das ist schon was ganz Besonderes und das macht mich unheimlich stolz auf der einen Seite und aber auch sprachlos. Fantastic Moon wurde vor 2 Jahren von der Gemeinschaft Liberty Racing bei der Jährlingsauktion ersteigert. Es war der 4. Sieg beim 5. Start für den Hengst aus München. In seiner Karriere hat Fantastic Moon jetzt schon 516.600 Euro Gewinn eingelaufen.